Achtung, Achtung! Spione halten den amerikanischen Kontinent in Atem. Vor der gewaltigen Kulisse der Weltstadt New York spielt das erregende Geschehen eines neuen Berolina-Films. Spione landen an der Ostküste Amerikas. Aus einem sensationellen Tatsachenbericht über den deutschen Spion Nummer 1, Erich Gimpel, wurde ein filmisches Meisterwerk des Regisseurs Werner Klingler. Ich weiß, du liebst alles, was verrückt ist. Damals die Geschichte mit Gibraltar, dass du in die Luft sprengen wolltest. Was hast du denn? Ist doch alles gut gegangen. Ja, ja, es hätte aber auch schief gehen können. Hören Sie, vorher waren Sie nur ein mieser Deserteur. Aber jetzt sind Sie ein Agent, der einen Anschlag auf die Vereinigten Staaten unternommen hat. Wir haben keinen Grund, sie zu schonen. Du siehst nicht aus wie ein Verbrecher. Du bist es nicht. Willst du sagen, ich brauche dir nicht zu erklären? Nein. Wovon kann der Lanze denn schon träumen? Er träumt von seinem Mägdelein, das er küsste unter Waldesbäumen. Bei manch Verliebten stell ich ein. Johnny, wie lange habe ich noch zu leben? Alle fragen immer dasselbe. Halt! Die Krönung der schauspielerischen Laufbahn des Bundesfilmpreisträgers Martin Held. Ein aktueller Film voll brennender Probleme. Was passiert, Doktor, wenn man eine Atombombe wirft? Eine Atombombe hat die Kraft von Millionen Tonnen Dynamit. Ich habe mitgeholfen, diese Bombe zu konstruieren. Wissen Sie, was ich jetzt möchte? Mithelfen, einen neuen Menschen zu konstruieren. Ich weiß, ich könnte jetzt einen Helden aus mir machen und sagen, ich tue das für mein Land, was Sie für Ihr Land tun. Wir lügen uns eine Menge vor, oder nicht? Ja. Und wir mögen uns, nicht wahr? Ein großer Film, eine große Besetzung. Walter Giller, wie ihn keiner kennt, zum ersten Mal in einer Charakterrolle. Herr Gimpel ist da. Kein Wort davon die Öffentlichkeit. Es ist die härteste Jagd, die wir jemals auf einen Mann angesetzt haben. Aber es ist der fantastischste Auftrag, der je vergeben wurde. Ein fantastischer Erlebnisbericht. Ein sensationeller Film. Die Außenaufnahmen wurden original in Amerika gedreht. Das Drehbuch für diesen spannungsgeladenen Film schrieb Bundesfilmpreisträger Herbert Reinecker. Meisterspion Gimpel. Ein packendes Erlebnis. Ein Film, der Sie begeistern wird.